Ja, servus Leute bei Bastis zweiter Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem neuen Video. Leider aber auch das letzte Video in dieser Saison, wie ihr es ja schon gelesen habt. Ja, aber die neue Saison findet auch wieder statt. Zwar erst jetzt dann in ein paar Monaten, aber das Video beginnt ja jetzt erst, die Verabschiedung. Dann für die Saison ist wie immer, ihr wisst wo, aber jetzt erstmal schwinge ich mich aufs Bock und fahre los und euch wünsche ich viel Spaß bei diesem Video. Somit herzlich willkommen auf der Straße. Ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ist es heute das letzte Video für euch in diesem Jahr und auch bis März so gesehen. Ja, es ist schon leider Ende Oktober. Die Maschine ist jetzt dann abgemeldet. Und ja, das war's leider. Aber gut. Aber um dieses Thema geht es jetzt erstmal nicht. Das geht es jetzt erst einmal ja, wegzuschieben, weil daran denken wir jetzt noch nicht. Ich werde heute nochmal meine allerletzte Tour fahren und vor allem meine große Tour. Und ihr könnt gespannt sein, ich erzähle euch nämlich jetzt gleich was. Was ich nämlich an der Yamaha verändert habe oder was ich eventuell schon eingebaut habe, erzähle ich euch gleich. Ich habe meinen Campingstuhl heute wieder dabei, eine Vanillestange, Quarkbällchen und so, Kaffee und so. Und ich werde mich heute an jedem Spot ausruhen, besser gesagt aufhalten, wo ich dieses Jahr hier immer in den Touren war und werde mir heute ganz viel Zeit nehmen. So, und was habe ich gestern gemacht? Gestern war es so, aber Moment, ganz kurz, wenn es jetzt rechts Pottenstein heißt und das auch gesperrt, wäre das jetzt blöd. Pottenstein gesperrt, nach Pottenstein ist gesperrt hier, ja, okay. Ja, gut, dann kann ich so nicht fahren. Also, ich habe letztens meine 20.000er Inspektion angefangen, meine Teile zu tauschen. Also alle Teile, die wo ich damals bekommen habe, habe ich getauscht. Ja, viele haben sich bestimmt ein Video darüber gewünscht, aber Leute, ich muss euch wirklich sagen, das geht nicht und das mache ich auch nicht. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass so Schraubervideos bei mir, ich müsste das auch mal in der Info rausnehmen, nicht mehr wirklich kommen, weil das bei mir ist ja immer so ein Durcheinander, wenn ich mich dann aufs Filmen noch konzentrieren muss, dann mache ich Fehler und das ist scheiße. Auf jeden Fall habe ich meine Zündkerze jetzt schon getauscht. Das Motoröl habe ich getauscht. Ich habe die Variomatik gemacht, den Riemen habe ich getauscht, die Variogewichte, die Gleitschuhe, den Filter und den Luftfilter. Also es gibt ja zwei, einmal den Filter für den Motor und dann einmal den Filter, wo bei der Variomatik der Lüfter drauf sitzt, also die Riemenscheibe, da sind ja Kühlrippen drauf, die wo Wind erzeugen und deswegen ist da nochmal ein Filter davor, weil da einfach mehr Temperatur, denke ich mal, herrscht als bei kleinen Rollern. Genau, das habe ich alles getauscht, hat wunderbar geklappt, die Schrauben gingen sehr, sehr gut auf. Mein Blockierwerkzeug hat auch super funktioniert, ich musste das nur ein bisschen anpassen, weil das ein bisschen für kleinere Roller sind, aber dann habe ich halt die Schraube weggemacht und somit konnte ich es mehr aufmachen, um in diese Riemenscheibe reinzukommen. Genau, und heute fahre ich das allererste Mal mit der, ich wollte schon sagen, neuen Yamaha. Nein, heute fahre ich nach, also ich sage jetzt auch schon mal so, nach der 20.000er Inspektion, meine Garantie ist ja jetzt dann eh bald vorbei, deswegen habe ich es nicht machen lassen und ich werde es auch nicht eintragen lassen, weil für was? Es ist nämlich ja so, ich werde nämlich beim Yamaha-Händler in Roth, also in Schwabach, nur eins noch machen lassen, also alles, was ich jetzt nicht selber bei der 20.000er Inspektion machen konnte, lasse ich denen machen. Das bedeutet, ich glaube, Bremsen entlüften, neu befüllen, Bremsleitungen schmieren, Gelenk, alles halt so nachschmieren. Das kann ich zwar machen, aber ich habe keine Lust. Und was machen sie noch, was noch wichtig ist bei der 20.000er? Das Ventilspiel wird kontrolliert, ob sich das seit dem Werk geändert hat. Glaube ich aber nicht, es fühlt sich nicht so an. Und ich glaube, damit ist dann die Inspektion auch schon vorbei. Und was ich für mich in meiner, also für mich noch bei der Inspektion mache, ist dann nächstes Jahr der Reifenwechsel, weil
Ich habe sie jetzt schon daheim. Lass sie aber auch dann nächstes Jahr machen, dann aber nicht im März, sondern erst im April oder im Mai. Ich habe es dann nicht so eilig, weil ihr wisst ja, nächstes Jahr starte ich auch mit der Honda. Und von daher, ja. Außerdem ist noch genug Profil drauf. Ich habe mich da wegen verkalkuliert. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin schon irgendwie drunter, aber nein, ich habe das jetzt nochmal mit dem Messschieber sogar gemessen. Ich habe noch 0,6 Toleranz und das bedeutet, die reichen jetzt noch. Genau, das wollte ich euch erzählen. Das habe ich gemacht und ja, ich bin jetzt auch total stolz drauf, dass das gut geklappt hat, weil ich gedacht habe, ja, durch die 300 Kubik, durch den größeren Motor und alles ist größer, wird es alles ein bisschen, ja, hat man ein bisschen mehr Respekt, weil wenn mal beim Roller irgendwas in der Radio passiert auf der Straße, ist nicht so schlimm, als wenn ich jetzt hier mit dem hier so weit weg bin und dann was passiert. Mit dem Roller bin ich halt immer so, ich sag mal von der Stadt, wenn ich in der Stadt fahre, immer ungefähr so 30 Minuten von zu Hause entfernt, also das ist nie ein Problem dann. Genau. Was kann ich euch aber sagen? Der alte Riemen nach 20.000 Kilometer hat super ausgeschaut. Also zum neuen, der einzigste Unterschied ist, der neue war halt sauber, der alte war halt dreckig. Zu den Vario-Gewichten kann ich euch sagen, eine einzige Vario-Rolle hatte so eine ganz, ganz kleine gerade Stelle auf der Rolle. Alle anderen, die waren noch komplett rund, weil das habe ich extra überprüft und ich kann euch echt sagen, das war eigentlich totaler Schwachsinn, sie zu tauschen, aber ich habe sie dazu bekommen, es gehört dazu, jetzt mache ich es halt einfach einmal, es hält jetzt wieder 20.000. Genau, der Riemen hätte locker auch nochmal 10.000 mitgemacht, easy. Und die Gleitschuhe von der Vario-Matic, ja, von denen brauche ich gar nicht anfangen, die hatten gar nichts. Aber ich habe natürlich jetzt alles neu eingebaut, klar. Wenn ich schon da hatte und ja damals wegen diesen Vorfall da umsonst bekommen habe, habe ich mir gedacht, jetzt baue es einfach ein, dann ist Ruhe. Habe alles wieder schön mit Schraubensicherung gemacht, habe schön mit Drehmoment alles gemacht. Dann noch einmal vielen, vielen Dank an den Abonnenten, der mir die ganzen Daten geschickt hat von der Bauanleitung, also von der Anleitung von der TruCity. Super, nochmal echt vielen Dank. Hat mir echt sehr weitergeholfen, vor allem mit dem Drehmoment halt. Genau, zu dem Thema war es das jetzt erstmal und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall total stolz irgendwie auf mich, weil ich es jetzt gemacht habe und ich weiß, dass das jetzt passt. Es blinkt nichts mehr, ist alles zurückgesetzt und ja, ich wusste, dass ich irgendwann an der Maschine doch wieder sehr, sehr viel selber mache und damit fängt es an und wie man sieht, es ist nichts anderes als ein Roller, nur in groß. Leute, schaut mal. Da drüben ist die Lokomotive. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt. Ich guck mal, dass ich nach der Kurve mal kurz rüber schaue. Wartet mal. Boah, die stinkt aber alles voll, du. Huhuhu. Alter, die ist schlimmer als mein Zweitakter, ey. Ich komme da gar nicht hinterher. Die fährt schnell. Also die ist gar nicht mal so langsam. So, seht ihr das? Geil. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen Gas zu geben und dann halte ich da vorne schnell und dann gucken wir uns das mal schnell an. Let's go. Das ist doch mal ein schönes Bild, oder Leute? Das ist ja mal geil. Guckt euch das an, Alter. Was die für einen schwarzen Duft, einen schwarzen Dampf raushaut, ey. Boah. Das ist ja mal geil. Ist das schön. So habe ich die noch nie gesehen. Immer wieder echt schön hier durchzufahren. Da bin ich letztens gewandert übrigens, falls es jemand interessiert. So, oh nee, jetzt hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, Leute, wir kommen auf jeden Fall jetzt gleich zu unserem ersten Spot. Zum, scheiße, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ich hab's, ey, ehrlich, ich hab's echt nicht damit. Da, ach so, ja genau, dieser Nachbau von diesen Stonehand-Dingens mit den Steinen. Ich steige heute nicht ab. Oder irgendwas, ich fahre nur dran vorbei. Das schaut jetzt dann lustig aus, weil da wird bestimmt viel los sein. Und dann kommt hier so der Dreirad-Tri-City-Fahrer. Jawohl, aber ist egal. So, jetzt müssen wir nur noch hier entlang fahren. Und dann, nächste Ortschaft, kommt es dann nämlich schon. Könnt ihr mal auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da schon wart. Würde mich wirklich interessieren. Also ich finde es toll dort. Und das Lustige ist ja, ihr kennt ja die Strecke, wo ich gerade fahre wahrscheinlich. Ich sage euch mal was.
Ich bin wie oft in dem Sommer oder letzten Sommer diese Strecke hier gefahren. Und warum zum Fick sind hier 50? Ich verstehe es nicht, ehrlich. Das ist Quatsch. 50, hier, wieso? Hallo? Naja, egal. Auf jeden Fall, da vorne ist es. Und ich sage euch was, und ich bin nicht einmal dahin gefahren. Ein Kollege hat mir dann gesagt, dass es das überhaupt gibt. Ich wusste das nicht. Ihr wisst ja selber, ne, wenn ich so die Fränkische Schweiz jedes Jahr, glaube ich, habe ich ein Video irgendwo, muss ich mal selber gucken, ich habe gar keinen Überblick mehr von den ganzen Videos, wo ich irgendwo sage, das habe ich selber noch nicht gesehen. Also von daher gibt es immer wieder was Neues. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich hier meine Strecke ausbauen. Das ist meine Home-Strecke, ja. Das ist die, wo ich in- und auswendig kenne und da weiß ich jede Kurve. Aber ich brauche eine neue und vor allem mit der Honda eine neue. Und das eventuell dann nicht mehr in der Fränkischen, sondern woanders. Da muss ich aber erstmal überlegen. So, und jetzt muss ich aufpassen, ja, dass ich nicht auf die Fresse fliege, weil das ist echt so steil hier reinzukommen. Wie ihr schon seht, das ist echt steil. Da muss man fahren können, ich sag's euch. Also wenn da jemand an Anfänger hochfährt, vor allem die Kurve zu packen mit so 240 Kilo, ja, das hat schon was. So, und hier könnte Gegenverkehr kommen, deswegen weiche ich hier, also hole ich hier ein wenig weiter aus. Ich lasse jetzt auch mein Visier zu. Ich weiß nicht, ich komme mir da mal blöd vor. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das ist so meine Art. Keine Ahnung, warum ich so bin, wie ich bin. Aber ist egal. Ah ja, naja, das sind schon genug. Oder es sind mehrere. Ach, das ist doof. Obwohl, ist egal. Jetzt gucken wir mal weg, weil es könnte sein, dass die nicht drauf sein wollen. So, da ist Stonehenge. Wie ihr seht, ja, das könnt ihr so sehen jetzt hier. So. Und da haben wir die anderen. Ja, das war das Stonehenge. Und jetzt fahren wir Offroad zurück. Das wollte ich jetzt unbedingt machen. Jetzt warte mal ganz kurz. Wie komme ich zurück? Moment, Moment, Moment. Bin ich da letztens links? Ich bin, glaube ich, hier hochgefahren. So, genau. Ich bin hier hochgefahren. Weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, ob das hier war. War das hier? Genau. Keine Angst, Leute. Man darf hier fahren. Ich fahre nicht illegal. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das hier war. Nee, das ist Privatgrundstück. Ich bin falsch. Ja, ich wusste es. Ich hätte weiter nach unten fahren müssen. Ach, bin ich blöd. Guckt, mein erster Fehler schon. Aber macht nichts. Ihr seid jetzt einfach dabei und ich werde auch nicht cutten. Weil bevor ich mich jetzt verfahre, fahren wir hier wieder zurück. Dann würden die wieder sich denken so, wahrscheinlich, oder die denken sich einfach gar nichts. So. Da bin ich letztens übrigens gewandert, falls es jemand interessiert. Und jetzt bleiben wir kurz stehen. Da ging es hier lang und dann ging es da runter und dann rechts. Dann bin ich hier komplett rumgewandert. Das waren so knapp 11 Kilometer und es war echt schön. Ja, also nur zum Empfehlen. Hier mal googeln. Stonehenge oder Stonehenge. Irgendwas. Ja, also wen es interessiert, guckt man sich das mal an. Das ist echt cool. Und vor allem kann ich nur empfehlen, in der Früh hierher zu kommen. In der Früh hierher zu kommen, weil... In der Früh hierher zu kommen, dass nicht so viele Leute da sind. Es soll auch hier ein Sonnenaufgang wunderschön sein. Ein Sonnenaufgang soll hier wunderschön sein. Das kann man sich bestimmt auch vorstellen. Die haben das mit Sicherheit so gebaut. Die haben das sicherlich auch so gebaut, dass genau da die Sonne aufgeht. Also ich habe das letztens von zwei Frauen gehört. Und ja, wenn jetzt da jemand hochkommen würde mit dem Auto, wäre scheiße, weil ich könnte da nicht umdrehen. Keine Chance. Weil das Ding hat noch keinen Rückwärtsgang. So, jetzt fahren wir weiter und geht's zum nächsten Spot. Natürlich auch immer wieder schön, hier entlang zu fahren, Leute. Alleine schon der Blick von hier oben nach hier unten, da wo man die Straße perfekt sieht, einfach mal eine Asphaltstraße in die Landschaft reingeklatscht. Geil! Und ich glaube, ich habe gerade einen Schmetterling gekickt. Scheiße. War keine Absicht. Aber der, oder er flog zwischen meinen Reifen durch. Kann auch sein, natürlich. Also, wie gesagt, ja, ist bestimmt auch mal eine Strecke dann für die Honda. Weiß ich noch nicht, wie die 125er sich schlägt. Müssen wir echt gucken. Ich bin total gespannt, aber ich sag mal so, wenn die Leistung weniger ist, ist sie ja auch, habe ich nicht damit zu klarkommen. Leute,
Für große Sachen nehme ich die Yamaha und für die kleineren Touren einfach die Honda oder wie ich halt dann lustig bin. Und ich glaube eigentlich auch eher, ich habe schon ein paar Strecken rausgesucht, so Richtung Rosenheim und sowas. Da ist nicht ganz so stark bergig und ich glaube, da ist man mit einer 125er besser aufgehoben. Und da, ja, das schafft ja auch ganz easy ihre 110, 120, gar kein Problem. Also ich erwarte von der Honda viel. Ja. Und wisst ihr, auf was ich noch extrem... wisst ihr, auf was ich extrem gespannt bin? Ich sag's euch. Mir ist es ja eh wurscht gewesen. Ihr wisst ja, die erste Zeit habe ich mich da immer sehr aufgeregt oder habe es nicht verstanden. Aber ich bin auf eins gespannt. Wie viele Leute werden mich dann grüßen? Und soll ich euch was sagen? Ich werde trotzdem auch die Rollerfahrer grüßen. Auch wenn ich dann mit dem Motorrad fahre. Auch wenn es ein kleines Motorrad ist. Es ist eins. Und ich werde trotzdem alle grüßen. Ist mir auch scheißegal. Ja. So viel dazu. Irgendwas wollte ich jetzt auch noch sagen. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, aber habe es jetzt irgendwie schon wieder vergessen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt extrem auf meine Vanille-Quarktasche und auf meine Quarkbällchen und auf meine XXL. Oh, ich muss furzen. Oh. Und auf meine XXL Latte Macchiato. Ich hoffe, dass ich nicht danach kacken muss, weil letztens beim Wandern, egal, ob es jetzt jemand nicht interessiert, ja, egal, ich habe da halt, ich war auf dem Klo und dann habe ich einen Kaffee getrunken, wo ich unterwegs war. Oh Leute, und ich musste so scheißen. Kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal gehabt? Ey, abartig war das. Ekelhaft. Und ich konnte nicht. Und dann habe ich die Wanderung erstmal zu Ende laufen müssen, weil ich war schon über der Mitte und zurück wäre dämlich gewesen. Ach, ganz blöd. Und ich hatte weder ein Taschentuch dabei oder eine Kackerschaufel. Und ja, nee, Alter, das, ja. Egal, jetzt sind wir schon bei den Windrädern, Leute. Ihr wisst, was das eventuell bedeutet. Ja. Das bedeutet, da ist Schluss. Ich sag schon mal, ich hoffe, euch hat das Video bis jetzt da trotzdem gefallen und ich konnte euch ein etwas längeres Video präsentieren. Hoffe ich jetzt einfach. Jetzt warte mal ganz kurz, jetzt schauen wir mal, ob da jemand ist. Jetzt sind da welche, genau. Aber das macht gar nichts. Das macht nämlich überhaupt nichts. Wir fahren nämlich eh dahinter. Servus. Wir fahren jetzt eh dahinter. Und ich wollte zwar nach vorne zu Ende machen, wie jedes Jahr. Oder wie letztes Jahr, glaube ich, war es. So ein Quatsch, jedes Jahr, was ich laber. Nein. Weil mit der True City kann man jetzt auch Offroad fahren und meine Reifen sind mir eigentlich scheißegal, weil nächstes Jahr werden die Reifen eh gewechselt. Und hier waren letztens so richtig krass, was war das, wollte ich euch sagen, da war alles so hoch, da bin ich mal mit dem Auto hintergefahren und es war so schön. Und wisst ihr was, ich werde jetzt auch ein Stück da reinfahren, weil ich jetzt da meinen Campingstuhl aufbaue. Wer noch mit dabei sein möchte, der bleibt jetzt einfach dran. Ich lasse die Kamera jetzt einfach ein bisschen laufen und werde jetzt dahinter fahren, wo ich meine Ruhe habe. Und ich erhoffe mir jetzt wirklich, dass da hinten keiner ist. Und ja, okay, was ich jetzt hier gerade mache, ist für die Reifen echt nicht gut, glaube ich. Ich hoffe, ich fahre mir jetzt keinen Platten. Aber ich sage euch was, ist mir jetzt egal. Ich kann mit denen auch mit 40 heimfahren, kein Problem. So, jetzt hoffe ich, dass da keiner ist. Ja, man kann auch mal Glück haben. Oh, toll. So, normalerweise fahre ich nicht bei sowas rein, aber wisst ihr was? Heute zum Abschluss mache ich das jetzt einfach. Außerdem tue ich ja niemandem weh. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Oh, schaut euch mal dieses riesen Windrad an, ey. Total krass. Ups. So, jetzt bin ich angekommen. Wie ihr seht, stehe ich hier. Und Teschle. Hier, das ist natürlich schon halt geil bei so einem Roller, ne? Du hast halt komplett, schaut mal die Insta, habe ich auch dabei. Aber ich mache heute keine Insta-Aufnahmen mehr, weil für was ist, ich wollte ja eigentlich viel mehr damit machen, aber da die Insta, glaube ich, ist für mich persönlich eher für die Honda, weil, ich zeige euch das jetzt mal. Hier, wenn ich sie hinmache, ist die Sicht scheiße. Und ich will die ja bei der Honda beim Naked Bike dann so vorne hinmachen und nur so ein Stück rausfahren. Und da ist die Sicht so richtig brutal geil. Und das ist genau das Ziel, wo ich dann habe. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe nicht den Campingstuhl dabei, sondern irgend so ein kleines Zelt. Scheiße. Okay, so. Oh, merkt ihr, jetzt bin ich so richtig warm beim Labern.
So, schauen wir mal. Der Stuhl ist so geil, hat sich mein Bruder und ich einmal bestellt, wo wir mit 50er Roller nach Heidelberg gefahren sind. Da haben wir eine Tour gemacht, die ich leider zu früh abgebrochen habe, weil irgendwie, ja, da ging es mir nicht so gut. Und irgendwie war ich genervt oder scheiße halt. Aber mit 50 Kubik, 240 Kilometer, ich sag euch eins, der Arsch, ne, die haben geglüht. Der Arsch hat so geglüht. Und übrigens, den Stuhl kann ich euch nur empfehlen. Der ist super. Der ist super. Der hält auch Fette aus, so wie mich. Ich bin nämlich, ich wiege fast 100. Bin so ein kleiner Schwabbel. Bin ich nicht. Aber sage ich einfach nur so. Schaut, perfekt. So, und jetzt, Leute. Nee, Moment, ich sage noch nicht Tschüss. Jetzt holen wir noch den Kaffee raus. Passt auf. Tue ich erstmal meinen Täschle wieder hierher. So, jetzt kommt erstmal der Kaffee raus. Schaut mal. Kaffee. Dann. Na toll. Ach so, ich habe ja vorhin schon ein Quarkbällchen gegessen. Und wie schaut es handymäßig aus? Hat jemand angerufen? Nein, so ist gut. Keiner soll mich stören. Okay. Also. So. Also, Leute. Dann sage ich es jetzt. Ich wünsche euch über die komplette Winterzeit, oder besser gesagt Herbstzeit, Winterzeit, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bleibt gesund. Habt eine schöne Zeit vor allem. Und vor allem habt auch eine schöne Weihnachten. Aber da werde ich bestimmt mal so ein paar kleine Infos hochladen, wie jedes Jahr oder... Na, ihr wisst ja, habt aber auf jeden Fall eine schöne Zeit, und ich sag das jetzt, oder ich sag's euch jetzt wie jedes Jahr, bitte bleibt mir treu, auch wenn jetzt die letzten Monate oder die letzten Wochen nicht mehr so viel kam. Ich weiß, war auch kurz davor aufzuhören, das habe ich euch, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich nur noch für mich irgendwie fahren will oder ich die Ruhe einfach brauche. Aber den YouTube-Kanal habe ich jetzt so viele Jahre und hab die 1000 bekommen, das war immer mein Ziel, mehr wollte ich gar nicht, das hat mir gereicht, und damit hat alles angefangen vor 3 Jahren, wenn ihr bedenkt, vor 3 Jahren hat es hier alles angefangen, da habe ich mir einen Traum erfüllt, um Freiheit zu spüren, und die habe ich damit gespürt. Leider waren da halt viele Probleme auch dieses Jahr, wie ihr wisst, die wohl jetzt aber alle behoben worden sind, und somit steht sie noch da und wird sie auch da bleiben. Irgendwann wird dann auch trotzdem die Honda dastehen, und da hoffe ich auch wirklich, dass ihr trotzdem mir treu bleibt, weil das gehört einfach zu mir, das gehört zu meinem Kanal, das gehört zu meinem Leben, und ich habe gestern so einen richtig schönen Spruch gehört, den kann ich euch jetzt nicht komplett vorlesen, aber in dem Spruch stand auch: Wer mich nicht so mag, wie ich bin, der soll einfach gehen. Und wer nicht akzeptiert, was ich mache, darf auch gehen. So ist es einfach. Und das ist auch wichtig. Wenn es jemand nicht gefällt, oder also allgemein, ne, nicht nur jetzt hier mit Videos oder mit was fahre ich, sondern allgemein auf dem Leben. Es ist absolut Schwachsinn, sich für andere Leute zu verstellen. Deswegen habe ich auch nur noch hier mehr so diese Fahrten gemacht. Ich habe auch nichts mehr versucht mit Schraube-Videos oder sowas, weil das gefällt mir nicht. Was heißt gefällt mir nicht? Es ist ja so, wenn ich einen Kameramann hätte oder eine Kamerafrau, die wo das filmen würde und cutten würde, dann wäre das okay. Aber ich müsste immer die Position von den Kameras verstellen und die Beleuchtung. Und Leute, ich muss... Wisst ihr, ich meine, wenn ich an meine Sachen schraube, dann muss ich die reparieren, dann muss ich mir eine Liste machen, was habe ich getauscht, Markierungen, dass ich nicht vergesse, was ich gemacht habe. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Also, jetzt möchte ich nicht mehr so weit ausholen. Also, dann möchte ich jetzt nochmal ganz kurz einfach sagen, macht's gut, bleibt mir treu und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, bei Bastis Fahrradkanal. Im Jahr 2025, es werden, trotzdem muss ich noch schnell erwähnen, werden bestimmt ein paar kleine Videos kommen, mit einem Roller oder irgend so eine Geschmarre halt. Ich werde nicht komplett, oder mein Short-Video, dass ich einfach mal ganz kurz wieder, ne, wenn ich im Dezember hier mal den Versuch wieder anzumachen, das werdet ihr mitbekommen, es kommen halt keine offiziellen großen Videos mehr. Also, bevor das Video jetzt explodiert von der Zeit,
wünsche euch alles Gute und jetzt macht's gut und schaltet wieder ein, wenn es heißt bei Bastis zweiter Kanal. Bis nächstes Jahr 2025. Ciao!